Wie hoch ist die Scheidungsrate in dieser Branche? Die ist sicher irre hoch. Ja. Man braucht natürlich schon einen Partner dazu, der sehr viel Verständnis dafür aufbringt. Und dazu muss ich natürlich auch einmal Danke an meine Familie sagen. Deine Frau Andrea? Und deine zwei Kinder? Genau, so ist es ja. Also das ist nicht so selbstverständlich, wenn man jedes Wochenende unterwegs ist und am Sonntag ist man natürlich müde und ist man natürlich ein bisschen gereizt und klar, das bringt leider Gottes der Job mit sich. Ihr wohnt in Glocknitz, ja. Und dieses Haus ist aus Holz und du hast es eigenhändig gebaut. Genau, so ist es. Also ich habe ein Blockhaus gebaut. Abgebunden hat es natürlich eine professionelle Zimmerei, aber aufgestellt habe ich es mit ein paar Freunden und natürlich mit sehr vielen Verwandten und auch die Band hat natürlich auch mitgeholfen vor 8 Jahren, wie ich Haus gebaut habe. Und da bin ich natürlich drauf gekommen, okay, gelernter Tischler, ich habe immer gedacht, ich kann sehr viel und kenne mich überall aus. Das war dem dann nicht so. Dann ist natürlich der Francesco gekommen mit seinen elektrischen Leitungen und hat gesagt, eine Busanlage und das und das und das. Man lernt natürlich sein ganzes Leben und ich habe natürlich da eine große Liebe entdeckt, dass ich mir zu Hause alles fast selbst mache, weil es erstens einmal Spaß macht und natürlich auch sehr interessant ist. Ne? Dein Sohn ist 23, ist also schon sozusagen im eigenen Leben. Stellst du dem auch das Haus auf? Mein Sohn hat Gott sei Dank das Glück, dass er seine Freundin hat, ein riesengroßes Haus und der wird sich das ersparen. Aber Arbeit gibt es wahrscheinlich auch genug. Ja, selbstverständlich, klar. Also wenn es da irgendwo zwickt, dann werde ich ihm natürlich immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Was ist denn das Schöne daran, wenn man so etwas selber machen kann? Das Gefühl, wenn es fertig ist, wenn man dann im Garten sitzt und sagt, ah, das Traufenpflaster, das habe ich jetzt selbst gemacht, oder wenn Besuch kommt und sagt, ah, das sieht wunderbar aus und das ist einfach toll geworden. Ne? Aber es ist bei euch nicht immer ständig Baustelle. Also du hast nicht den Drang, immer was machen zu müssen als Heimwerker. Ist irgendwann einmal alles fertig? Ja, seit 2 Monaten bin ich komplett fertig zu Hause, habe ich mir noch die Einfahrt asphaltieren lassen. Und jetzt ist es so, dass wir jetzt einfach nur mehr wohnen. Sehr schön. Und alles in Schuss halten. Bis das nächste Mal die Finger wieder jucken wahrscheinlich und wieder der nächste Hammer zur Hand genommen wird. Wie es kommt, ja. Ja, du hast, das darf ich noch verraten, vor einem Monat Geburtstag gefeiert. Ja. Hast du schon Kraut gegessen? Nein, noch nicht. Na, dann darf ich noch gratulieren. Dankeschön. Und was dein schönstes Geschenk war, das frage ich dich nach 12. Günter Buchter hier bei uns auf Mahlzeit Burgenland. Seit mehr als 10 Jahren ist die Radio Burgenland Band bei den ORF Burgenland Sommerfesten mit uns auf Tour. Morgen in Gols, dann steht noch auf dem Programm Neckenmarkt, Frankenau und Jennersdorf. Und natürlich darf da ein Lied auf keinen Fall fehlen. Dieses hier. Romantisch tanzen. Das wünsche ich mir allein mit dir. Romantisch tanzen. Romantisch tanzen beim Sommerfest. Mahlzeit Burgenland. Seit 30 Jahren sorgt er für gute Unterhaltung bei Zeltfesten, auf Hochzeiten und Bällen, bei jedem Anlass, bei dem Tanzmusik gefragt ist. Günter Buchter ist unser Mahlzeitgast. Und wer schon einmal ein ORF Burgenland Sommerfest besucht hat, der kennt ihn als Schlagzeuger und Sänger der Radio Burgenland Band. Und ich habe es schon verraten, er hat vor einem Monat Geburtstag gefeiert, am 4. Juli. Ja, geboren genau. 1966, das heißt, du bist 44. Ja. 44 Kerzen. Genau. Ganz schön. Ja, eine große Torte. Was war denn das schönste Geschenk für dich? Das größte Geschenk für mich ist eigentlich immer, wenn die ganze Familie sich bei mir zu Hause auf der Terrasse treffen oder auf Besuch kommen. Da wird immer groß aufgekocht und gegrillt und dann gibt's Mehlspeisen. Und wenn die komplette Familie beisammen ist, ist für mich eigentlich immer das Größte. Die Tochter ist 14, ja. Wohnt noch zu Hause. Und zum Glück noch zu Hause, ja. Der Sohn 23. Genau, der ist leider Gottes mit 19 ausgezogen, weil seine Freundin ein großes Haus hat. Die heiraten auch nächstes Jahr, was mich natürlich auch mit sehr viel Stolz erfüllt und wo ich mich schon irre drauf freue, muss ich sagen. Aber stolzer Opa bist du noch nicht. Leider noch nicht, aber ich hoffe, das wird kommen. Die Haare sind schon ein bisschen grau, also das wird passen. Ja, das war mit 20 schon so. Es gibt ja ein Lied, das beim ORF Burgenland Sommerfest immer nachgefragt wird. Ein Lied, das ihr extra für das ORF Burgenland Sommerfest geschrieben habt, Romantisch tanzen. Genau, ja. Sag, wie oft tanzt du eigentlich romantisch mit deiner Frau Andrea? Oh,
Ich bin nicht wirklich ein Tänzer und ich stelle immer auf der Bühne und singe. Das ist aber oft so, dass die Unterhaltungsmusiker selber nicht tanzen. Ich kann es zwar ein bisschen, aber ich bin kein leidenschaftlicher Tänzer, sagen wir mal so. Macht das deiner Frau nichts aus? Ja, die tanzt dann eben mit Musikkollegen, wenn sie mit ist. Ja, wenn sie mit ist. Kollegin. Ist sie oft mit? Eher selten. Warum? Eher selten. Meine Frau ist ein komplettes Hausmütterchen, also sie fühlt sich zu Hause am wohlsten. Ich auch, muss ich sagen. Da unterscheiden wir uns natürlich sehr. Ich bin gerne unterwegs und meine Frau hütet das Heim und das Haus und pflegt natürlich zu Hause alles, weil ich ja selten zu Hause bin. Und was ist dann das Geheimnis dieser so langen und ich nehme an, so wie du wirkst, auch glücklichen Ehe? Das Geheimnis ist meiner Meinung nach gegenseitiges Vertrauen und dass man sich gegenseitig auf den anderen immer verlassen kann. Sei es, egal was kommt, man muss zueinander stehen. Und vielleicht wird es ja doch noch was mal mit dem romantischen Tänzchen. Günther, du bist als Solokünstler auch erfolgreich mit deiner neuen CD, mit dem neuen Lied SOS, Dein Herz braucht Liebe. Dein Herz braucht Liebe, geh doch ab mit mir auf Fliege. Günther B., SOS, Dein Herz braucht Liebe. Günther, du hast dieses Lied nicht selbst geschrieben. Leider, hast du dich als Texter und Komponist eigentlich irgendwann einmal schon versucht und ist nichts geworden, oder? Genau so ist es. Wie du sagst, ja, es hat bis jetzt noch nicht funktioniert und ich muss auch sagen, da gibt's Leute, die das wirklich sehr gut können, wie eben mein Produzent Peter Werber, dem ich mich natürlich auch an dieser Stelle einmal recht herzlich bedanken möchte für die gute und tolle Zusammenarbeit. Ja, der wird vielleicht auch irgendwann einmal hier bei uns in Mahlzeit Burgenland zu Gast sein. Genau, ja. Sag, wie schaut's mit deinen Plänen für den Sommer aus? Für den restlichen Sommer. Für den restlichen Sommer. Ich habe vor, im Herbst vielleicht eine eigene Homepage zu erstellen, vielleicht eine neue Single zu produzieren, aber das wird sich alles noch weisen und wie viel Zeit übrig bleibt. Also das steht noch in den Sternen. Genau, ja, aber geplant ist es einmal und wie gesagt, man braucht immer Ziele in seinem Leben. Geht sich auch ein Urlaub noch aus? Leider nein. Der geht jetzt am Sonntag zu Ende, mein Urlaub. Ich war jetzt 14 Tage zu Hause und am Montag geht's wieder los. Mhm. Leider naja, Gottes. Aber Arbeit ist ja auch schön. Wenn Spaß macht, ja. Günther B., Günther Buchter zu Gast bei uns in Mahlzeit Burgenland.